Jo Leute, was geht? Und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und ja Leute, im heutigen Video möchte ich euch einen neuen Card Duplication Glitch zeigen. Ja, mit diesem Card Duplication Glitch könnt ihr euch im Minutentakt die Autos duplizieren. Ihr benötigt allerdings ein iFruit-Kennzeichen, ansonsten werden es alles schmutzige Kopien. Ebenso benötigt ihr noch die Hilfe von einem Freund, aber der Freund muss so gut wie gar nichts machen. Ebenso benötigt ihr noch eine Basis. In der Basis benötigt ihr dann das Auto, was ihr duplizieren wollt. Einfach ein Winnie Easy, komplett aufgetunt. Wie gesagt, mit iFruit-Kennzeichen. Ebenso benötigt ihr dann noch in der Basis dann Allergies, so viele Autos, wie ihr halt dann duplizieren wollt. Und ja, in der Basis benötigt ihr ebenso noch eine Avenger. Und in der Avenger benötigt ihr noch ein Fahrzeuglager. Und wenn ihr dann soweit alles habt, dann können wir auch schon direkt losstarten. Begebt euch einfach zu dem Allergy, steigt einmal in den Allergy ein, fahrt dann einmal aus der Basis raus. Draußen angekommen, einfach aussteigen, den Allergy unserem Freund übergeben. Unser Freund steigt einfach in den Allergy ein und bleibt jetzt die ganze Zeit in dem Auto sitzen. Mehr muss der Freund auch gar nicht machen. Wir begeben uns dann wieder zur Basis. Wir laufen jetzt zu dem Easy hin, den wir duplizieren wollen. Einfach einsteigen, schnell Steuerkreuz nach rechts drücken, irgendwas kurz an den Bremsen ändern, Fahrzeug wieder verlassen. Das müsst ihr wirklich ganz schnell machen. Und dann werdet ihr sehen, dass wir jetzt schon die erste Kopie erstellt haben. Ja, jetzt werden wir uns eben mal noch schnell eine zweite Kopie erstellen. Dafür begeben wir uns dann wieder zu einem Allergy hin. Einfach einsteigen, wieder aus der Basis rausfahren. Draußen angekommen, dann einfach wieder den Allergy unserem Freund übergeben. Unser Freund steigt in das Auto ein. Wir begeben uns wieder zur Basis. Wir laufen wieder zu dem Auto hin, was wir uns duplizieren wollen. Wieder einsteigen, Steuerkreuz nach rechts drücken, irgendwas wieder schnell an den Bremsen ändern, Kreis, Fahrzeugwerkstatt wieder verlassen. Dann werden wir sehen, dass wir jetzt auch schon die zweite Kopie haben. Und ja, so könnt ihr euch wirklich im Minutentakt die Autos duplizieren. Aber wirklich ganz wichtig, ihr benötigt ein iFruit-Kennzeichen. Weil ihr seht bei mir, das Auto hat hier hinten die letzten drei Zahlen 209. Wenn wir jetzt bei dem Auto gucken, auch 209. Und bei dem Auto auch 209. Das heißt, es sind alles schmutzige Kopien. Und deswegen benötigt ihr auf jeden Fall ein iFruit-Kennzeichen. Und ja Leute, das war es auf jeden Fall schon mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es denn so sein sollte, würde es mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr mir noch ein Abo und ein Like da lassen würdet. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.